Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Wir spielen gegen Nitro Killer. Ein Random mit einem Tossbild. Das wird lustig. Ah, vielleicht sagt er uns ja, welche Rasse er ist. Hihi, das wäre richtig nett von ihm, aber naja, schauen wir mal. Erstes Spiel des Tages für mich. Hoffen wir, dass es gut wird. Random. Was spielen wir denn da? 14 Pool, 15 Hedge? Joa, würde ich sagen. Ist so ein ziemlich sicherer Bild, vor allem. Na, wobei, machen wir einen 13er Pool. Voll Schwachsinn. 14 Pool, 16 Hedge oder so. Irgendwie so, wenn es passt halt. Lad endlich. Ist wohl auch sein erstes. Lalalala. Ich kann überlegen, ob ich spielen könnte. Na, kommt eher auf die Rasse an, aber. Ansonsten, ich hätte irgendwie Lust, mal Swarmhosts zu testen und Broodlords sind auch nicht so schlecht. We require more minerals. Holy shit, ist das laut. Kleinen Moment, das wollen wir nochmal schnell ändern. Schon besser. Schauen wir mal, ob er zurückschreibt. Wenn ja, werde ich ihn mal fragen, welche Rasse er ist. Ich glaube, er meint wohl Scout. Von daher mache ich mal einen Drone Scout. Na, wobei. Ach, warum eigentlich nicht? So. Drone Scout. Drone auf 3. Okay. Drone ist auf 3. Dann schauen wir nochmal, was es so wird. Ich spiele trotzdem sicher. Also, ich bleibe bei 14 Pool. Mir fehlt zwar jetzt ein kleines bisschen Income von der einen Drohne, aber dafür werde ich sehen, was es ist und ich werde es schneller sehen als mit meinem Overlord. Denn mit dem Overlord könnte ich Pech haben und es ist schon zu spät. Das wäre natürlich blöd. Also, plöpp. Aha, okay, er ist Protoss. Und sein Scout ist gerade unterwegs. Das mag mir nicht gefallen. Schauen wir mal, spielt zu Gateway Expand. Wollen was hoffen? Ja, es ist ein Gate Expand. Nein, es ist ein. Er Ken Rushed. Okay, da kommt ein Ken Rush. Why not? Arschloch. Ken Rusher sind voll gemein. Problem ist, ich baue meine Exe da unten. So. Die Exe kann er schon mal nicht mehr mit dem Pylon denyen. Das Ding ist gleich fertig, von daher. Na, er macht nichts. Okay. Finde ich nett, dass er nichts macht. Jetzt ist hier. Er hat immer noch nichts gebaut hier. Was zur Hölle wird das? Sprich. Ah, jetzt kommt ein Gateway. Okay. Queen bauen, Overlord bauen, Overlord hier hinschicken. Länge haben wir. Okay, können wir ein bisschen Druck machen. Eigentlich, warum eigentlich nicht, ne? Jetzt muss ich wieder Drohnen pumpen. Wie ein Verrückter. Was? Eins? Wieso seid ihr auf 1? Ihr sollt. Du bist auf 1. Auf 2 seid ihr Linge. So. Gateway ist immer noch im Bau. Von daher. LOL. Hier kommt noch ein Gate. Mehr wollte ich nicht. Ich will nur das Ding killen. Ich bin gleich. Nein! Oh Gott, wie er Mineralien wastet. Stirb, Probe. Dat Mineral Waste. Wenn das wirklich alles Kanonen sind. LOL! LOL!
Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich will nicht. Nein, 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 so haben wir nicht gewettet, Freundchen. Immer wieder so ein paar Drohnen killen, ist immer lustig. Also zu viele ist es auch scheiße. Rennzerkling! Ach, Moment, das sind Kanonen, ne? Gucken, ob das funktioniert. Ey, das wäre so nice. Aber das funktioniert nicht, weil ich kein Gas habe. Okay. Dann nehmen wir mal Gas. Schade. Egal. Hab mir auf jeden Fall. Alter, hat das Mineral bei ihm gekostet. Der muss jetzt. Der hat das Spiel verloren eigentlich. Das ist eigentlich so, wie ich das verstanden habe, dass StarCraft ist das für ihn theoretisch eigentlich schon verloren. So viele Mineralien, wie er da hinten verloren hat an den Kanonen, das kann er nicht mehr retten. Den Schaden kann er nicht wieder gut machen, den Eco und der Mensch. Eins. Und du bist. Ach, du sollst auch hier hin. Okay. Schicken wir dich nochmal hier rüber, ne? So. 18. So. Dann bauen wir mal eine Evo und einen Roach Warren. Nur 10. Ach ja. Richtig, da war ja was. Jetzt ist wieder 16. Ich wollte noch eine. Ha? Kanonen. Weil er Schiss hat. Zu Recht. Ich werde ihn jetzt mit Roaches auch kaputt machen, denke ich. Da kann der absolut nichts gegen machen. Upgrade. Schon mal. Das upgraden. Roach Speed haben wir. Mal 3-4 Overlords darüber schieben. Er baut jetzt erst wieder seinen Nexus und er hat einen Salad da rumstehen. Der ist tot. Also anders kann man es nicht sagen, er ist tot. Hoffe ich zumindest. Sein, jetzt kommen die TTs, was ich nicht glaube. Weil für die TTs bräuchte man vor allem Geld. Und das ist was, was er nicht hat. Trotzdem, ich hoffe nur mal sicher. Und bastel mich mal so ein bisschen ein hier. Bisschen auf die Tees achten sollte man ja immer. Vor allem, wenn man gegen Protoss spielt. So, hier haben wir 10 Roaches. Ich verteile mal die Overlords so ein bisschen. Das wäre erledigt. Das packe ich schon mal auf die 6. Das brauche ich nämlich gleich nochmal. Du brauchst mir eine Echse. Ich brauche jetzt eine Echse. Okay. So, was haben wir hier? Zwei Kanonen, ein Zealot mit Nuller Upgrades. Mal auf ich das Ding mal um. Mal auf ich das Ding mal um. Ich habe mehr Roaches. Creep Highway legen. Und, naja. Die Sache dürfte erledigt sein. Schwupp. Hier nochmal ein Ding hin. Hier nochmal eine Queen bauen. Und loslaufen. Ich habe einen Attack. Er hat nichts. 0-0er. Schicken wir hier rein, gucken, was hier so kommt. Aber was ich so erwarten darf. Psycho steht, Stargates. Okay. Gespannt, wie er die hochziehen will. Oder wie er die wirklich komplett erfordern will. Wenn ich jetzt hier vorne schon mal. Oh, er kann die Gates hochklappen. No way. Schade, dass Roaches so viel aushalten, wa? Was tue ich hier eigentlich? Das genau. Das muss ich ausschalten. Ja, der Zealot kann auch mal sterben gehen. Wo? Du. Darüber.
Spore. Haha. Schwupp. Und Tür auf. Ich lass mich mal rein. Doppelzeitkor. Wow. Und das war's für ihn. Plöpp. Das Mini-Pylon. Dann warte, wie hieß Atheus Pylon, ne? Story is over, Bro. Das war's. Das war's für ihn. Ups. Da bin ich leicht in den Tasten verrutscht. Das sollte again heißen. Herrlich. Das schreibe ich ihm jetzt aber. Chat. Again. Das wollte ich sagen. So, Score Summary. Resources lag ich vorne. Units lag ich ganz klar vorne. Structures eher, weil drei Stargates und zwei Psychors. Vergiss es. Technology lag ich auch vorne. Ich habe ein bisschen getaggt. Upgrades und so. Units. Ja. Build Order interessiert mich jetzt nicht wirklich. Army Value ganz klar überlegen, die ganze Zeit. Der hat bis hier überhaupt nichts gebaut, bis wo ich mit den Lingen angegriffen habe. Resource Collection war er hier kurz vorne, weil ich halt aus Angst meinen Nexus nicht gebaut habe. Hier waren die Linge in der Base und von da an. GG. Upgrade Spending hier definitiv überlegen. Work is active. Ja, hier ein bisschen weniger, weil ich hier die. Keine Ahnung warum. Er hatte Chrono Boost. So. Und naja, hier habe ich ihm halt so ein bisschen Inko gekillt und. Mehr kann man dazu nicht sagen. Schauen wir mal kurz in die Letter rein. Genau, in die Letter. Platz 20. Joa, nicht schlecht. Aber das muss sich ändern. 27, 30, das geht gar nicht. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.